Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns das Wort werden mal etwas genauer an. Und zwar ganz genau schauen wir auf werden, wurden, geworden, worden. Was ist das alles und wann benutzen wir was? Am Ende gibt es dann noch einen kleinen Test, bei dem ihr selber die richtigen Sätze bilden könnt. Viel Spaß! Schauen wir uns zunächst einmal das Wort werden an und konjugieren es gemeinsam durch. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Hier können wir sehen, dass es sich um ein unregelmäßiges Verb handelt. Denn die zweite und dritte Person Singular sind du wirst, er, sie, es wird. Schauen wir uns kurz noch das Präteritum und das Perfekt an. Präteritum ist wurden und das Partizip 2 für Perfekt geworden. Wie wir sehen, gehören alle drei also zusammen. Werden ist Präsens, wurden Präteritum, geworden, perfekt. Dann schauen wir mal, was wir damit machen können. Wir beginnen damit, uns werden als Hilfsverb anzuschauen. Und was genau ist ein Hilfsverb? Sein und haben sind zum Beispiel auch Hilfsverben. Diese können wir benutzen, um zum Beispiel das Perfekt zu bilden. Und ganz genauso ist werden ein Hilfsverb, welches wir zum Beispiel zur Bildung von Futur benutzen können. Also kommen wir zu Futur 1 und machen zwei Beispiele. Ich werde morgen arbeiten gehen. Oder ich werde bald reich sein. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Wir benutzen meist Präsens, wenn wir über die Zukunft sprechen. Deshalb kann ich hier auch sagen, ich gehe morgen arbeiten, bald bin ich reich. Dafür brauchen wir dann natürlich eine Zeitangabe in der Zukunft. In dem Beispiel eben morgen oder bald. Inhaltlich macht das überhaupt keinen Unterschied, ob ich Präsens benutze oder Futur 1. Werden kann außerdem als Hilfsverb benutzt werden für das Passiv. Zum Beispiel, der Star wird von allen geliebt. Alle lieben den Star wäre aktiv. Ein weiteres Beispiel, die Schule wird vom Hausmeister geschlossen. Und aktiv, der Hausmeister schließt die Schule. Benutzen wir nochmal das gleiche Beispiel und machen statt Passivpräsens Passivpräteritum. Dann wird aus werden, wurden und es heißt dann, der Star wurde von allen geliebt. Die Schule wurde vom Hausmeister geschlossen. Das gleiche auch nochmal für passiv perfekt. Hier wird aus werden dann worden und es heißt, der Star ist von allen geliebt worden. Die Schule ist vom Hausmeister geschlossen worden. Die Form worden brauchen wir nur für das Passiv Perfekt. Und sie wird gebildet mit sein plus Partizip 2 plus worden. Zusammengefasst haben wir also bisher gelernt, dass wir werden als Hilfsverb für Futur
und für das Passiv benutzen. Außerdem haben wir gelernt, dass wir wurden bei dem Passiv Präteritum und worden für das Passiv Perfekt benutzen. Werden kann allerdings auch als Vollverb benutzt werden. Wenn wir dies tun, gibt es kein zweites Verb am Ende. Werden steht also alleine. Werden als Vollverb weist auf einen Wechsel oder eine Veränderung hin. Benutzt wird es beim Alter, beim Beruf und auch bei anderen Zuständen. Wir beginnen mit einem Beispiel für Alter. Morgen wird meine Mama 36. Sie war 35, wird 36, eine Veränderung des Alters. Oder im Präteritum, gestern wurde meine Mama 36. Und im Perfekt, gestern ist meine Mama 36 geworden. Ein Beispiel für den Beruf. Mein Kind möchte später Fischer werden. Ganz einfache Sache, noch ist es kein Fischer, später möchte es Fischer sein. Dies können wir wunderbar mit werden ausdrücken. Dann noch ein letztes Beispiel für den Punkt Zustand. Ein Mann macht ein Feuer, deshalb wird es warm. Also eine klare Veränderung des Zustandes. Vorher war es kälter, jetzt ist es wärmer. Im Präteritum heißt es, ein Mann machte ein Feuer, deshalb wurde es warm. Und im Perfekt, ein Mann hat ein Feuer gemacht, deshalb ist es warm geworden. So Leute, das war's mit der Theorie für heute. Wie versprochen, kommt am Ende noch ein kleiner Test. Oben steht, was ihr machen sollt. In der Mitte sind die Wörter oder der Satz, den ihr verändern müsst. Und nach einer Wartezeit von 15 Sekunden circa kommt am Ende die Auflösung. Viel Erfolg! Der Gast wurde vom Taxifahrer zum Ziel gefahren. Was möchtest du werden, wenn du groß bist? Der Tisch wird vom Handwerker repariert. Vorgestern ist sie Millionärin geworden. Die Wohnung ist vom Maler gestrichen worden.
Nächste Woche werden wir jeden Tag Sport machen. Vor 15 Jahren wurde er Chef. Das Essen ist vom Kellner noch nicht gebracht worden. So, damit sind wir dann am Ende. Ich hoffe, wie immer, ihr hattet ein wenig Spaß und es hat euch geholfen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.